Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Leos Fortune auf der PlayStation 5. Ihr seht, ich war schon wieder fleißig. Ich habe den kompletten Akt 1 verdreisternt. Ja. ich habe überall 3 Sterne bekommen, indem ich in jedem einzelnen Level die Zeiterfüllung geschafft habe. Also das freut mich am allermeisten, denn ja, auf Zeit ist nicht so meins. Das wissen die meisten von euch mittlerweile. Dann habe ich einmal kein Ableben gehabt. Ja? Und zum dritten habe ich überall auch alle Münzen gefunden. Sprich, ich habe hier überall 3 Sterne und bin sehr stolz auf mich. Was ich dachte ursprünglich, dass ich die ganzen erworbenen Sterne auch gleich in den Akt 2 mitnehmen kann. Dem ist aber nicht so, denn für das Bonus-Level, das ich ja mittlerweile hier in Akt 1 freigeschaltet habe, gilt das hier nicht. Also ich muss hier auch wieder 4 finden, also erringen. Das wird sicher kein Problem sein, werde ich schaffen. Allerdings, dachte ich wirklich ursprünglich, ich kann das hier mitnehmen, aber dann hätte ich eigentlich gleich für alle 5 Akte, glaube ich, alles schon, hätte ich dann schon vorgearbeitet, mehr oder weniger, aber dem ist dann nicht so, sonst wäre es eigentlich zu einfach. Also ich muss jetzt hier in Akt 2 erst wieder 4-mal goldene Sterne finden, aber das wird sicher kein Problem sein. Allerdings, dass ich alles jetzt auf 3 Sterne mache, das werde ich jetzt nicht machen, das werde ich dann immer off-record dann immer nach und nach machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben schon wieder 2 Minuten. Ich starte jetzt in den zweiten Akt. Vetter Victors Verlust. Und los geht's. Ja, übrigens eines noch, die ganzen Bonus-Levels von allen 5 Akten dann, die schauen wir uns dann ganz am Schluss an. Aber jetzt geht's dann wirklich los in den Akt 2. I approached Cousin Victor's port. He used to be a treasure hunter, splitting the oceans for fortune lost. But a violent storm tore his ship apart. They assumed he was torn as well. But he came back, barely living. He was himself a wreck after this, quiet at home with his wife and children. He declined my offer to build him a new ship. I told him he should not fear to sail the oceans again. He told me I should go away and not come back. Now perhaps his sight was set on the greatest treasure he never found. My gold. Jeder will unser Gold. Okay, Akt 2, erstes Level. Schaut auch so cool aus, also das ist wirklich so hübsch gemacht hier, dieses Spielchen. Ich hoffe, wir kommen durch, wir schaffen es irgendwie, es wird sicher nicht leichter, das auf keinen Fall. Ich werde jetzt einmal, da ist schon das nächste. Okay, das sollte ich aber eigentlich so bekommen, oder? Ah, okay, doch nicht. Okay, ich muss ins Wasser. Das ist interessant. Aha, okay. Na gut, dann wie tauche ich nach unten? Ach so, okay, alles klar. Ja genau, dieses Zahnrad, wie ich das am besten bekomme, ich habe keine Ahnung. Kann ich da so rauf? Okay. Ich probiere kurz was. Ah, so geht's aber nicht. Interessant. Oder so vielleicht mit... Ich probiere kurz was. Das könnte sich aber aus. Das könnte was werden. Moment. Ach, doch nicht. Wie kriege ich das? Wie komme ich zu diesem Zahnrad? Ja, so. Okay. Zahnrad des ersten Sprungs. Trophäe erhalten. Ja, wenn ich es schon habe, dann hole ich mir es natürlich auch. Also, wenn ich es da in der Nähe habe. Ich muss sowieso jetzt schon mal schauen, dass ich alle Münzen bekomme für den ersten Stern. Also die Zeit wird jetzt auf keinen Fall in Ordnung sein dann. Also für die Zeit schaffe ich sicher nicht. Aber vielleicht kein Ableben und alle Sterne finden. Das könnte was werden.
Aber wenn ich 2 Sterne überall schaffe, dann reicht das auch vollkommen aus. Ich muss nur meine 4 schaffen in diesem Akt. Und das sollte machbar sein. So, man, das schaut so cool aus hier. Eine Piratenwelt, mehr oder weniger. Ah, kann man da... Kann man nicht runter. Das hat so ausgesehen, wie wenn man da durchgehen könnte. Kann man aber nicht. So, dann muss man hier ein bisschen mit... Ah, da muss man wieder ein bisschen mit... So einen Anlauf oder Anschwumm... Anschwimmer. Nicht Anlauf, sondern Anschwumm. Anschwimm, Schwumm, Schwumm. Hm, gar nicht so einfach. Ein bisschen tricky hier, dieser Sprung hier aus dem Wasser raus. Aber wir werden schon schaffen. Ah, ich bin immer zu weit links. So, so, ja, nein, fast. Fast. Ach, immer, ich glaube immer, ich bin dann zu weit weg. Aber jetzt, ah. Jawohl. So, was haben wir da? Looks a bit dangerous. Aha. Ah, kann man mit dir sogar schießen vielleicht gar? Sag bloß, ich muss da rein. Ja, wirklich wahr. Coole Sache. Wahnsinn. Ah, da hängt die Palme auch so schön. Der Regen hier. Ah, es hat schon was. So, der Anker hier. Bringt mir der automatisch runter, okay. Mhm. So, jetzt schaue ich, aber ist da auch noch was? Achso, oh, hm. Okay, da muss ich dann wahrscheinlich eh weiter. Oder muss ich da? Da geht es auch weiter. Das weiß ich nicht. Ist das der Hauptweg? Ich schaue noch ganz kurz mal. Da geht es doch da auch noch rein. Ah, komme ich da? Na, Moment, ich probiere was. Vielleicht muss ich da was holen. Ich schaue mal da runter. Zuerst, da ist eine Kiste. Ah, vielleicht muss ich mir die holen. Moment, ich schaue mal. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung von Ackerbauviehzucht. So. Okay. Dann, boah. War das jetzt richtig? Kann ich die... Die bringe ich da jetzt nicht mehr weg. Hm. Schon wieder ein Rätsel hier, ne? Wie soll ich das? Kann ich die? Hm. Hm. Ah, ah, alles klar. Alles. Okay, dann muss ich das jetzt mal hier. Okay, jetzt kann die aber nicht mehr hierher. Das, okay, alles klar. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt die nach vorne, sonst würde die da rein und wenn nur eine Kiste da wäre. Allerdings. Bringe ich die da? Ah, da muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen mit Schwung. Jawohl. Jawohl. Pfau, wenn man das dann auf Zeit, das... Puh. Da muss man dann sicher schnell sein. Aber man hat dann auch immer länger Zeit. Aber ja, wie gesagt, wenn ich... Very nice. Perfekt. Wenn ich... Wenn ich nicht alle 3 Sterne überall kriege, macht mir das auch nichts. Kein Problem. Die Münzen sind mir auf jeden Fall wichtig. Und ohne Ableben wäre halt auch schön. Ist das... Ah, ich glaube, das sind Stacheln. Also es sind Rippen, aber ich glaube, es hat die Funktion wie Stacheln. Ich glaube, ich darf da nicht ankommen. Wäre auch interessant, mal zu wissen, ob ich... eh nichts verpasst habe mittlerweile noch bei den Münzen. Oh, bitte sagt, es geht sich aus. Jawohl. Ich hoffe, ich habe noch alle Münzen. Das ist ja Saurier da unten. Oder Drache. Das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. Schwupp. Wow. Ja, noch passt's. Ein langes Level. Ein langes Level. So, da geht's weiter. Ist da unten auch noch was? Ich schau noch mal. Ja, wirklich wahr.
Kann ich da... Ah, okay. Ah, die muss man sicher holen, oder? Die Kiste muss man sicher holen. Kann ich die von... Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Komm ich da? Geht sich das... Ja. Gut, gut. Die brauche ich doch sicher gleich. Also das muss ich erst wieder. Ja, sonst komme ich da nicht nach oben wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, ja. Boah, okay. Alle gefunden, keine Unfälle. Das ist mal gut. Ich habe 2 Sterne. Die Zeit, jo. Also wie gesagt, 3 Minuten 20 ist halt schon verdammt... Puh. Da muss man schon wirklich schnell sein. Aber ja, wenn ich den nicht habe, ist es mir eigentlich auch egal. So, egal. Aber wir haben 10 Minuten. Wenn ich so gut bin, wenn ich nochmals so cool und gut bin, dann könnten wir eigentlich das zweite auch noch machen. Genau. 2 von 4 haben wir schon, also das ist eigentlich egal, weil, wie gesagt, die Mark 3 brauchen wir schon wieder dann neue 5. Also hilft uns das auch nicht, wenn wir selbst in Akt 2 alle Sterne finden würden. Das ist nur für, ja, weiß ich nicht, für die Galerie. Oder gibt es ein Achievement dann wahrscheinlich dafür. Aber für das Bonus-Level, wie gesagt, reicht es dann aus, immer nur die notwendige Sternenanzahl zu bekommen. Na, passt. Das tun wir uns gar nicht an, zumindest im Let's Play auf keinen Fall. Okay. Dann soll es hier dann im fünften Level, glaube ich, soll es dann, glaube ich, keinen Ding geben. Some kind of puzzle. Kein Zahnrad. Weil jetzt sind wir in einem ungeraden Level wieder. Und nur in geraden Levels gibt es ja Zahnräder zu finden. So, ein Rätsel. Wie gesagt, die Zeit ist mir sowas von egal. Darum kümmert es mich jetzt auch nicht, ob ich da jetzt schnell bin oder eben nicht. Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Ich schau nochmal. Ah, Moment, ich probiere was. Kann ich den Anker? Pfoh. Da kann man was rein. Die bringen das. Ah. Kann ich das? Muss ich kurz mal selber. Ah, ah. Jetzt geht das nach oben. Okay, okay. Alles klar. Jetzt geht das nach oben. Das bringt jetzt den Anker runter, oder? Ah, jetzt habe ich... Alles klar. Und jetzt... Ah, ich will da rein. Ah, so wie... Nein, so nicht. So, jetzt nach unten. Geh nach unten. Und jetzt da rein. Genau, und jetzt kann ich das anheben, oder? Komme ich da rüber? Ja. Und, aber wie bekomme ich das jetzt? Wie bekomme ich den jetzt runter? Ah, so. Und jetzt hebt er den in die Höhe? Sagt das stimmt? Ja. Mit dem Korken. Genau. Und jetzt kann ich da nach unten. Okay. Wow, tolle Sache. Puzzle. Oh Gott, das nächste Puzzle. Okay, ich muss die Kugeln darum. Aber das ist schon cool gemacht, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Labyrinth-Rätsel, okay. Gut, jetzt muss ich die eine Kugel. 2 habe ich schon richtig, glaube ich. Moment, jetzt die da. Dass die mal da reingehen. So, und die jetzt da. Hätte ich schon mal 2. Die nächste, achso, da muss ich so. Dann so. Cool. Das gefällt mir. Und jetzt so. Passt. Und jetzt geht's hier weiter. Ah, kann ich da... so, ja.
für sich dick gemacht, das schaut so cool aus, ne? Boah, voll aufgebläht, ne? So. Dann zum nächsten. Ich kann gleich draufbleiben, geht besser. Bin ich gerade draufgekommen. So, und einmal noch. Perfekt. Another puzzle to tease with my mind. Oh Gott. Okay. Wie komme ich da hin? Oh Gott, was ist da los? Warte, dieses Level besteht ja nur aus Puzzle. So, was ist da? Was mache ich da jetzt gerade? Ah, ich habe eine Idee. Aber nur... Okay, und jetzt da durch und so. Ja, ja. War wieder richtig. So, jetzt geht das da runter. Und jetzt? Wie komme ich... Achso, das war schon. Ja, die sind schon am Ziel, die Kugel. Okay, dann können wir weiter eigentlich. Nach unten. Wow. Ah, das wird der Jessica auch gefallen, das Spielchen. Weil die spielt das dann off-record sicher auch noch nach. Das wird ihr bestimmt gefallen. Ich schau mal da unten. Da ist da schon wieder sowas, okay. Komme ich da überhaupt? Ah, alles klar, ich muss die Kugel da so weiterbringen, glaube ich. So, jetzt da. Komm, so, jawohl. Muss man nur schnell sein. Jawohl, perfekt. Einmal noch. Na komm, komm, komm. Ah. Komm, komm, komm. Ja, das geht sich aus. So, jetzt fällt die da rein. Mach mal das auf. Und jawohl. Wahnsinn, super Sache. So, dann hier. Oh Gott, wie komme ich da oben rauf? Achso, da. So wahrscheinlich. Ja, aber so wird es gemacht, glaube ich. Oder? Puh. So, schon hoch oben. Na. Oder so? Von hier? Hä? Muss hier raufgehen. Wie komme ich da oben? Ich habe Idee. Geht das vielleicht von unten? Ich probiere was. Mit der Kiste drückt ihr das nach oben wahrscheinlich dann. Oder auch nicht. Wir werden es gleich sehen. So, muss ich von dieser Seite? Was ist da? Ist das wahrscheinlich egal, oder? Anna ist nicht egal. Okay, dann hier. Kann ich da... Ah, ist ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Cool gemacht. Das ist ja wirklich cool gemacht. Kann ich nicht oft genug sagen. Aber es wird immer noch nicht genügen. So, dann schiebe ich dich einmal da weg. So. Eine fehlt noch, fehlen wahrscheinlich vier Kisten. Okay, die muss ich da jetzt von unten, von oben runtertauchen. Oder? Ah, okay. Doch nicht. Ah, das kann ich vielleicht da hinschieben. So, ja. Jetzt hole ich dich nach unten. Jetzt wird's gehen. Jetzt kann ich es wahrscheinlich nach unten tauchen. Ja, jetzt geht's. Jetzt haben wir's. So, und jetzt taucht's, genau. Und jetzt komme ich dann hoch genug drauf. Wow, Wahnsinn. Aber das auf Zeit machen, boah. Gut, wenn man es einmal weiß, wie es geht, ist man auch schneller, aber trotzdem. Jetzt komme ich nach oben. Jawohl. Okay. Und fertig, oder? So, alle geschafft und wieder kein Ableben. Okay, haben wir wieder zwei. Ich glaube, das passt. Die Zeit ist mir sowas von egal. Die ist mir so egal. Nur diese Zahnräder, wie gesagt, im nächsten, dann gibt es wieder eines. Aber das ist dann auch im nächsten Part erst. Haben wir es wieder geschafft in 20 Minuten. Das wäre mal schön, wenn ich in 20 Minuten zwei Levels immer schaffe. Das wäre mein Ziel. Und ja, wie gesagt, das spare ich mir. Vielleicht mache ich es wirklich mal off-record, aber diese Zeit noch, diese eine Stern.
Aber das soll jetzt nicht das Problem sein, denn wenn man jetzt da reinschaut in Akt 2, seht ihr, ich habe das Bonus-Level jetzt schon freigeschaltet und habe Level 7 und 8 noch vor mir in Akt 2. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Und selbst in Akt 3 dann 5 Sterne zu finden in 4 Levels wird auch machbar sein. Okidoki, bis jetzt geht's noch halbwegs. Aber die waren jetzt schon cool, diese Rätsel-Levels, mehr oder weniger. Gut, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Leo's Fortune auf der Bläse 5. Also dann macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.